Oh, Diese Karte ist so sauber. überzeugend. Das ist Doppeltornado. Also wie Damage Doppeltornado macht. des Todes. Das ist echt wow. Allein der Da finde Schaden. ich gar keine Worte für. Oder wollen wir einfach mal komplett so ein Deck zusammenstellen, was auf dem Tornado basiert? Wir nehmen beide ein. Ja, das machen wir jetzt. Oh ja, das machen wir. Wir nehmen beide ein Tornado Genau. mit. Wir nehmen ein Bowler, ein Henker, also jeweils. Ich nehme mal den Bowler mit, ja. Du bist ein guter Henkerspieler. Okay, ja, können wir machen. Noch mehr Flächenschaden. Ich weiß nicht, Bandit ist nicht so eine Nicht so viel Damage, DPS-Karte. ne? Sonst noch ein Prinz. Würde tatsächlich sagen Mini-Packer. Mini-Packer, mach Mini-Packer, okay. So, und jetzt habe ich noch einen Slot offen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Holz, Holz. Nee, Holz oder Elektromagier? Was soll ich nehmen? Also ich habe einen Sepp Holz, bisher. Sepp, hast du Sepp schon? Ja, habe ich. Gut, gut. Würde ich einen Ja, Elektro. ich habe schon Holz dabei, Elektromagier habe ich auch schon dabei. Okay, ich nehme mal Elektromagier raus und nehme nochmal einen Henker mit, Okay, ja. damit wir den Mega-Flächenschaden haben. Und Doppelhenker dann nimmst und du noch einen Henker und so, Elektromagier ja. mit. Ja. Okay. Probieren wir es. Alles auf Tornado basiert. Wird bestimmt witzig. Hau mal rein. Mal gucken, ob es auch der Doppelbandit ist. So, ich fange mal mit einem Bowler hier an. Oh, das ist eine gute Rakete. Oh mein Gott, warum setzt er die da hin? Das ist ja wohl die beste Rakete im Spiel. Scheiße, ich fass Das es tut nicht. wirklich weh. Ich zieh mal alles. Ey, die haben unsere Ta Taktik geklaut. Oh, der kann nur einen Hit rausbekommen. Erstmal sauber. Alter. Ey, die kommen nicht so krank, ne? Was ist das denn? Die haben ja 2 gar zu keine 0. Chance. Okay, das war mal überzeugend. Also dafür, dass wir es einfach so zusammengebastelt haben, fand ich das jetzt irgendwie gut. Ja, ich auch. Das hat Spaß gemacht. Holy shit! Richtig gut. Ja. Wie kann das denn sein? Was ist, ach, das war gefühlt die Rakete, ne? Ja, eigentlich war es die Rakete, die es gewonnen hat. Weil da waren die schon so aus der Bahn geworfen, dass sie nichts mehr machen konnten. Aber das war Sehr wirklich nice. richtig gut, ja. Machen wir das nächste. Ja. Vorher wieder an. Einfach flawless, krank. Oh, ich würde so gerne 2 gegen 2 Challenge spielen. Ne? Wir machen jetzt die ganze Zeit Ja, sozusagen nur ja. Freundschaftsspiel. Ich würde so gerne competitive mit dir ein richtig krasses Deck rausfinden. Das würde ich auch gerne machen, aber. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass Supercell das nicht zulässt. Also eigentlich finde ich es ziemlich schade, ja. Ja. So, der Feuerball lohnt sich, ähnlich wie deine Rakete, nur nicht so krass. Oh, Aber ist Lightning vom schon. Gegner ist auch nicht schlecht Oh, da. okay, ja. So, ich mache jetzt mal Mini-Packer. Dritter, okay, das ist. Das wird alles ganz gut aufgeräumt. Mal hier noch. Ich habe ein Okay, das kann Holz. ich aufhalten. Wir setzen Holz. Okay. Doppelt hält besser. Richtig. So, was hat er jetzt gegen die Banditinnen? Oh. Der Tornado hat den Banditen-Charge unterbrochen. Ja, finde ich eigentlich nicht gut, weil eigentlich ist man ja in Reichweite. Eigentlich müsste man ja Richtig. springen können, ne? Richtig, genau. Finde ich auch nicht so toll. Das überzeugt mich auch nicht. Also da würde ich wirklich sagen, dass der Bandit zwar weggezogen werden kann, aber dass er trotzdem springen kann. Bring ich hier nochmal ein Dings, also ein Mini-Packer. Jetzt wird er wahrscheinlich hier mit der Skarmy ankommen. Okay, er bringt keinen Skarmy, gut. Zu Schön, spät. kriegst einfach einen Hit durch. Sauber. Okay. Ah, Müssen wir hier schade. echt auf den Lightning noch aufpassen, ne? Den vergesse ich immer wieder. Hier kann er mich nicht Ja. treffen, oder? Doch, Kann ich glaube gleich. ich treffen, ja. Scheiße, das war nicht gut. Ja, das mit den Lightnings ist immer so eine Sache. Okay, jetzt wird's gültig für ihn. Na, schade. Ich werde Ah, von dem wurde er Mini-Packer währenddessen. zerstückelt, aber du bist ja ganz gut durchgekommen, ne? Jo.
Kann man sie nicht beschweren. Dagegen kann ich jetzt noch einen Henker einsetzen, ja. Ich setze einen Tornado. Okay. Bowler. Dagegen hat er jetzt wahrscheinlich. Oh, ein Golem, oh, okay. Das ist mal Golem. Interessant. Da könnte das, die machen wir Kombo fertig, wenn wir noch Tornado spielen mit unserer Kombi hier. Nice. Schönes Ding. Da sehr sind gut. Wir komplett durch. Alter, nice. Wie Alter einfach Mega-Minion liegen hat lässt. Noch eine Rakete, also das Game haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ja, nichts anbrennen lassen, oder? Nee, nee, ich glaube auch nicht. Ja, da sind wir durch. Sehr schön. Starkes Game. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut, ja, das Deck. Das Deck ist echt nicht schlecht. Das überzeugt mich auch. So simpel funktioniert. Doppelbandit irgendwie. Und dann immer deine Mini-Packer-Berg. Ich meine, die Gegner sehen das teilweise noch nicht mal, aber ich sehe es auch nicht. auf einmal ist da ein Mini-Packer am Turm, ey. Richtig gut. Schon. Ist Clan Battle für immer da? Nee, nur fürs Wochenende und dann kommt es alle 2 Wochen wieder, aber es wird irgendwann 2 gegen 2 Challenge rauskommen. Man weiß noch nicht wann und dann kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr 2 gegen 2 spielen. Die hätte ich theoretisch. Ja, das war irgendwie ein blöder Tornado. Muss man ja mal sagen, das war nicht so gut. Wenn die jetzt Barbaren oder so haben, sind wir so im Arsch. Ja. Oh LOL! Mein Gott. Was sind das für Calls heute? Wie immer, wenn ich sowas sage, hat er es sofort. Du solltest es einfach nicht mehr sagen. Nee. Aber, oh, hoffentlich hat er nicht das und das, dann hat er es komplett. Aber gut, wir haben immerhin eine ziemlich heftige Kombo an sich gegen Barbaren. Nur in der Situation war es nicht so gut. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber jetzt. Ja, Banditen und Minipacker sind gegen Barbaren nicht so gut, aber Doppelhänger mit Bowler und Feuerball. Der arme Schweinereiter. Wirklich so. Doppelholz okay, werfen die da. Mini-Packer dürfte. Oh nein, knapp. Okay, lass mal, ich baue mal einen langsamen Push auf. Okay, aber ja, gut, auch nicht zu langsam. Lass ich den Elektromagier mal. Oh. Oh, jetzt gibt's Ärger. Das ist Damage, what the fuck, wieso funktioniert sowas? Okay. Aber ach, das ist ja perfekt jetzt. Jetzt setze ich noch einen Henker dahin und da hat er. Dürfte er eigentlich nichts artig haben, was uns hindern würde, daran, jetzt seinen Turm zu holen. So. Oh Gott, wieso hat er den? Hast du einen Sepp? Ja, ja. Oh, der Sepp war natürlich jetzt nicht so gut. Ich hau mal einen Tornado Predict raus. Alter, da ist er wieder. Übergut, sehr schön. Bowler. Am Turm, Backdoor hat von dir auf jeden Fall perfekt funktioniert. Könnte er Barbaren oder Skami einsetzen? Die lasse ich dann durchlaufen. Okay. Ich setze ein Holz. Theoretisch. Der hat eine Rakete, wir müssen finishen. Ja, ja. Ich könnte jetzt Raketen draufwerfen. Nein! Aber ich habe nicht so einen schnellen Cycle, als dass das hundertprozentige Erfolgsaussichten hat. Mach jetzt einfach nur in der einer keine Rakete mehr. Okay. Ja, auch mal ein Tornado. Na, der war nicht optimal. Ah, komm ich durch. Oh, das ist ärgerlich. Oh, hast du noch eine Rakete? Ja, aber die bringt nichts mehr. Wir finish doch eh gleich. Hau einfach mal alles rüber, was wir haben. Komm schon, Bandit, zieh! Oh, wie knapp! Das ist ärgerlich. Oh, LOL, hätten wir das gewonnen! Das ist wirklich ärgerlich. Nein! Oh, hätte ich das gefeiert. Shit. Ja. Ah, aber es war auch kein schlechtes Game an sich. Ja, war nicht schlecht. Was haben wir denn? Was waren das denn? Was hatten die denn? Die hatten irgendwie alle so ein bisschen durchgetauscht, ne? Ja, stimmt. Die hatten, irgendwie immer, wenn wir verlieren, dann haben die Gegner gar nicht so eine richtige Taktik, sondern nehmen einfach alles mit. Ja, genau. Einfach alles auf einen Haufen geworfen und gucken, was passiert. Okay, nochmal weiter. Sehr gut.
So, ich habe schon mal einen Ofen. Warte, kann ich da? Nee, da werde ich leider keine Rakete drauf Oh, der entschaffen. trifft uns hier hin, wie ärgerlich. Oh, Elite Boran. Böse. Oh nein. Feuerball. Mann, dieser Feuerball ist einfach so stark. Ne? Der Ja. lohnt sich so sehr, dieser Challenge. Stimmt. Was? Doppeltornado und dann haben wir es. Oh, hab Das ich's reicht gerade verkackt? nicht mal, ja. Ich hab's verkackt, ne? Ja, Werner war ein bisschen zu weit am Turm, am äußeren Turm. Scheiße! Ich habe nicht nur drei Elixier gewastet, sondern seinen Schweinereiter gerettet. Oh, war das? Das war wohl das Schlechteste, was jemand insgesamt im 2 gegen 2 jemals gemacht hat. Ja, das war schon. Das hat uns schon gut in Bredouille gebracht. Ja, aber macht nichts. Wir So. können es trotzdem noch. Ach, dieser Minenwerfer, der haut ja voll rein. Ich denke mal, wir müssen Zu schnell. einfach warten, bis er so einen richtig, richtig großen Push aufbaut mit Elite. Oh Mann, okay. Das Alter, war. wieso sneakt sich der andere schon wieder durch? Das ist so oft bei den Elite-Barbaren, die nervigen Typen, ne? Ja. Können wir so eine Art zweiseitigen Push machen? Oh mein Gott. Oh mein Alter! Gott, vernichten! Was? Das sah ja mal richtig geil aus. Das war brutal. Also die Musketiere, die wurde echt zerstückelt. Mega nice. Oh, jetzt fährt er natürlich ja auch zweigleisig. Das ist auch gar keine schlechte Alter, Idee. Doppeltornado. Aber das ist ein Game, das. Jawohl, sehr schön. Sehr gut, da sind wir dran. Sieht irgendwie nicht so gut aus wieder. Also einen Turm werden wir auf jeden Fall bekommen. Ja. Also ich habe eine Rakete. Ja, setz ihn, sonst wird es noch zu. Kritisch. Ja. Ach, gutes Spiel. LOL, die Idioten! Knappes Ding auf jeden Fall. Was waren die denn? Sehr geil. Ja, die Doppel-Banditen-Kombi fand ich ja mal Ja, sehr nice. das war echt überzeugend. Also das, als die Musketiere da zerpflückt haben. Alter, warte mal ganz Brutal. kurz. Clash Royale und Crimson Six schreiben, sie wurden nur von Raketen getötet. Ich schau mal ganz kurz das Replay an. In zweifacher Geschwindigkeit. Die Gegner hatten beide eine Rakete dabei und einen Spiegel. Ich mach mal in vierfacher Ja. Geschwindigkeit. Okay, das tut weh, ja. Ich guck's mir auch mal an. Einfach nur ein Schnelldurchlauf. Ja. Eine Rakete. Das ist natürlich brutal. Aber genau das wollte Supercell nicht, dass das geht. Immer interessant. Mal gucken, ob es geht. Ja, Aber die Tornado ballert ist sich ja natürlich auch stark. Spaß King raus, Towers also. aktiviert, ne? Rakete. Noch eine Rakete zurückgeschossen. Rakete. Rakete. Poison Spell. Rakete. Alter, ich würde mich töten nach so einem Spiel. Feuerball, Rakete. Unentschieden, Rakete, Rakete und zu Ende. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Also, ich hoffe, dass das mal eine Ausnahme war. Ich hoffe nicht, dass das jetzt. Ja, also das waren nur gute Spieler und die haben sich da wahrscheinlich ein kleines Späßchen draus gemacht. Ja, okay. Wir machen mal das nächste Game. Oh Gott. Also dafür, dass wir uns einfach beide Random Decks mehr oder weniger zusammengestellt haben, funktioniert das ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Es macht auch Spaß. Also ich finde Ja, ich finde die Doppelbandit. auch, sonst so nach ein paar Games hat man manchmal keinen Bock, aber das macht hier echt Bock. Also Ja. das. So, jetzt können wir wieder zweigleisig fahren. Schon wieder.
Nein, ich treffe die Prinzessin nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist eine Das ist ja keine Gang Kobold-Armee. mehr, das ist eine ganze Armee. Ja, das war keine Kobold-Gang, sondern eine Kobold-Army. Den ziehe ich einen Turm. Oh, hoffentlich klappt das noch mit dem Bowler. Oh mein Gott, der Oh mein Gott, Alter, ich hab's heute drauf. Heute hab ich's drauf. Ich rette jeden Schweinereiter vom Gegner. Ist wirklich so. Das darf aber nicht wahr sein. Oh, das war hart an der Grenze. Aber der Border connected, das ist super. Ich mach mal hier sowas. Okay. Mal die Prinzessin down für einen Tornado kann man machen. Ja, guck mal, ich darf das hier mit. Okay, das ist jetzt nicht so. Feuerball kommt! Elektromagier überlebt. Okay, Giant Skeleton stirbt. Ja, und trifft außerhalb nicht der Turmreichweite. Das ist super. Okay, das hat funktioniert. Wir haben auch schon wieder sehr viel Spam, ne? Schon wieder ein Inferno-Turm, Kobold Gang, Skeleton Army, Minion Horde. Ja, sehr viel mit wieder, ja. Ah, ist ja nicht cool, ey. Das kriegen wir hin, wir haben eigentlich die richtigen Truppen, Doppelhenker. Wir sollten das eigentlich hinbekommen. Notfallofen. Oh, der ist noch relativ gut angekommen. So als nichts, ne? Wird einen Hit rausbekommen, der Schweinereiter. Komm jetzt. Oh, Bandit, Alter. Der Turm. Jawoll. Ey, der Bandit ist so nice. Das ist so eine gute Karte. Die setzt den Gegner so unglaublich unter Druck. Ich setz mal einen Henker, falls seine Minion-Horde kommt. Da ist sie auch. Oh. Sehr schön. Nochmal ein Holz auf die Prinzessin. Haben die keinen Koboldfass? Oh! Genau, perfekt. Da war noch eine kleine Gang zwischen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja mit dem Holz warten, bis er vielleicht. Ja, genau, was deswegen dahinter sitzt, aber hat ja genau gepasst. Das dürfte jetzt. Nein! Ah, die Banditen. Oh, sauber. Ja, so überzeugend. Das ist. Doppeltornado. Also, wie Damage Doppeltornado macht! Des Todes, das ist echt. Wow. Allein der Schaden. Da finde ich gar keine Worte für. Ich auch nicht. Das. Also The Bait, die haben wir verseilt. Alter. Richtig nice. Ja. So, hau mal rein. Okay, ich setze den Minipacker hin. Mhm. Dagegen würde ich jetzt eine. Oh, okay. Das ist gut, ja. Dürfte klappen, solange er kein Lightning hat, okay. Meine Güte. Warum haben die jetzt hier die schweren Zauber dabei? Das hatten die da sonst nicht. Viele Raketen, ja, jetzt auch eine Bandit, die kommt durch. Oh, sehr schön, Bandit ist durch auf der einen Seite. Oh, der Mini-Packer ist ja übel. Lol, Bandit räumt nochmal komplett ab, nice. Was jetzt habe ich wieder. Gegen Lightning ist ja gefühlt noch kritischer gegen uns. Jetzt kann ich ja nicht mal einen Ofen mehr platzieren. Ja, Eisgeist. Ja, gut, reicht es. Negativer Elixier-Trade für 1. Wenn es ins Negative ist, okay. Ah, shit. Jetzt haben wir ihm wieder Lightning Valley gegeben gerade. Hacker hat er auch noch. Ja. Haben die schon mal gegen so eingespielt? Ja, ne? Bisher sehr, sehr. Dieser Lightning macht es echt schwer für uns. Ja, das stimmt. Also ganz schwer, das ist ja so klein auch letztendlich, das Feld. Boah, gut, 5 für 5 Elixier kann man machen, dafür steht der Ofen noch. Ja. Irgendwas einfallen lassen. Damit wir den knacken.
Der Feuerball ist ganz geil. Ja. Oder wir setzen einfach so viel Truppen, dass der Lightning egal ist. Weißt du? Ja, aber. Guck, komm, das war jetzt der Lightning perfekt. Schon. Das klappt werden gut. Hier durchgekaltet, die Einheiten. Das... Oh, wieder Doppelbanditen am Start. Gott. Schön, das ist gut. So viele Hits. Ich gehe mit dem Vektor durch. Probier's zumindest, sagen wir so. Müsste klappen. Ja. Oh, starker Tornado auf links. Alles wieder auf einen Turm gezogen. Sind wir da durch jetzt auf der Seite? Sehr schön abgelenkt noch auf der anderen Seite, auch stark. Ah, da lohnt sich wieder. Jetzt ist der Leiter wieder am Start, ja. Mhm. Aber ist kein Problem, wir stehen aber das kriegen sicher wir... in der Def. Ich habe eine Rakete, fällt mir gerade auf. Ja, dann darfst du die gerne werfen. Okay, sind wir auch so durch. Sehr schön. Konnten wir ohne Rakete finishen. Ja, sehr stark, sehr stark. Auch wenn er Lightning hatte, aber da haben wir einfach so viele Truppen. Sonst kann man ja so ein Lightning immer sehr gut umspielen mit einem Eisgolem oder mit einem Riesen, mit einem anderen Tank. Den hatten wir jetzt natürlich nicht dabei. Das stimmt, ja. Aber es hat gut geklappt. Ich würde sagen, jetzt bauen wir uns noch ein Luftdeck, ne? Ja. Also wir nehmen schon mal beide Lava-Hunden mit.